Ich glaube, wir veröffentlichen mal, komm. Entwicklung abschließen. Da ist nix. Rollenspiel. Nicht Alphabet, sondern... Mit wem haben wir denn eine ganz gute... Wir haben das natürlich schleifen lassen, ne? Das ist... Also wir sollten vielleicht nach Marktstärke gehen. Verdienen wir natürlich sehr, sehr wenig, ne? Wir haben hier gar nichts. Das wundert mich. Warum haben wir denn hier... Ah, entwickelt noch ein bisschen. Bin mir noch unschlüssig. Tja, ja. Naja, also die gehen so langsam mal weg, aber da könnte man natürlich mal was machen, ne? Aber haben wir gemacht? Da haben wir schon eine Demo rausgebracht. Hier ist jemand fertig. Komm, geh du mal hier hin. Wollen wir mal eine Marketingkampagne, damit hier die Zahlen mal weggehen. Schöne Plakatkampagne für... Wen machen wir denn? Schade, dass das immer so blörig hier ist. Das finde ich so blöd. Entwicklung... Oh ja, das sieht schon... Das könnte... Mhm. Machen wir weiter. So, komm, wir hauen raus. Entwicklung abschließen, selber vertreiben, ich kann es einfach nicht. Spielanleitung, Poster, Karte, Deluxe Edition kriegt den Soundtrack und Schlüsselanhänger diesmal und die Collectors Edition kriegt wie immer alles. Preise bleiben, wie wir eingestellt haben, super, wir brauchen 4 Wochen. Ist ja nur für Computer. Altersstufe 16. Spielehit mit... 95%. Alles klar, das Gameplay schafft den perfekten Spagat. Sie können 5 Minuten oder 15 Stunden spielen. Grandios. Optisch wirkt das Spiel. Das Game ist frisch aus dem Himmel. Die Musik im Spiel klingt wie eine einzigartige Hitliste. Es enthält kein Lied, das nicht grandios ist. Eine Auszeichnung hat das Handling verdient. Perfekt durchdacht. Kinderleicht. Den Hype im Vorfeld hielt ich für übertrieben. Nun weiß ich, dass es mehr als gerechtfertigt war. Ja gut. So, dann... Seid ihr schon durch? Bauen wir hier mal eine Demo. Ein Überhype können wir ja nicht machen. Alles klar. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen produzieren. Was meint ihr, wie viel werden wir verkaufen? 500.000 auf jeden Fall. Ne? 500.000. 50.000 und 25.000. Produzieren wir mal eben. Und dann... Können die mal ein... habt ihr Auftragsarbeiten? 2 Stück. Naja. Komm, dann macht die mal eben weg hier. Habt ihr irgendwas? Ein Engine-Feature, natürlich. Stufe 5. Könnt ihr schon mal erforschen.
Habt ihr Auftragsarbeit? Ja, sehr gerne. Habt ihr Auftragsarbeit? Ja. Habt ihr Auftragsarbeit? Ja. Habt ihr Auftragsarbeit? Nein. Die sind noch dran. Die Werkstatt hat nämlich noch Auftragsarbeiten. Dann macht ihr bitte mal eine Unterstützung für eure Kollegen. Ihr helft jetzt mit. Ihr seid am Forschen. Ihr macht mal Unterstützung hier für eure Kollegen. Ihr seid auch fertig. Dann macht ihr mal Unterstützung für eure Kollegen. Dahin. Ihr habt eh nichts zu tun, dann könnt ihr mal unterstützend hier wirken. Ihr macht mal eben die Steuerung und wenn ihr da fertig seid, dann macht ihr mal eben Spielbericht. Muss doch möglich sein, Trend zu setzen, oder? Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Spezialmarketing können wir nicht machen, wir können aber normales Marketing machen, ne? Aber die Frage ist, hat das überhaupt irgendeinen Sinn, hier für Marketing zu machen? So, ihr seid noch dran, ne? Ja, ihr braucht doch noch ein bisschen, alles klar. Das hier macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Oh nee, habe ich das nicht gemacht? Shit. Warum fällt euch das denn nicht auf? So, Aufgabe abbrechen. Marketingkampagne für das andere Spiel. Wie heißt es denn hier? Dass man das immer eingeben muss. Dass das hier nicht mal automatisch gemacht wird, das verstehe ich nicht. Unterstützung bitte mal nach hier. Müssten alle unterstützen, ne? Hoffe ich.
So, jetzt will ich mal gucken. Kriege ich beim singenden Nacktmull Fuzzlework. Wieder ein bisschen Geld verdient. Alles klar. Wir haben da 6000 Stück verkauft vom singenden Nacktmull. Also da produziere ich jetzt definitiv keine extra Packs mehr nach. Hier wurden 20.000 verkauft. Da könnten wir durchaus noch ein bisschen was produzieren, oder? So, wir machen einen großen Messestand. Ist auch komisch hier, ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss immer diese Dinger neu einstellen. Ist da ein Fehler drin? Viking Scrolls und was haben wir denn noch? World Invader. Komm, für die machen wir immer noch Werbung. Ist ja schon ewig lange dabei. Ich würde so sagen 14.000. Ja. Aber die haben nicht mehr viel zu tun. Okay, das nächste, was wir entwickeln können, ist ein Automatenspiel. Das geht jetzt richtig im Bach runter, aber das ist ja auch schon ewig lange dabei. 196 Wochen. Kann man nicht meckern, ne? So, den singenden Nacktmull, den lassen wir jetzt auslaufen. Hier können wir noch ein bisschen Geld mit verdienen. Jetzt bin ich allerdings mal gespannt. Kann ich mir mal einen Bericht angucken? Wo waren denn nochmal die Spielberichte? Konnte ich die nicht auch irgendwo anders sehen? Spielberichte? Also unsere Fankurve geht nach oben. Sehe ich doch richtig so, ne? Was haben wir denn überhaupt? Visual Novel, da sind jetzt nicht so viele. Third-Person-Shooter. Beziehen die sich auf mich oder auf wen beziehen sich die Fans denn? 842.000, das könnten wir sein. Und wenn ich das richtig deute, haben wir 160.000 Leute, die auf Geschicklichkeit stehen. Aber wir haben noch nie ein Kampfsportspiel rausgebracht. Wie können wir da 30.000 Leute haben, die auf Kampfsportspiel stehen? Also von uns jedenfalls nicht. Mad Games Award. Achso, da kannst du durchgehen. Wer hat wann was gewonnen? Krass, ne? Nicht schlecht. Marktanalysen. Spiele, die mit dem Genre oder Thema aktuell erhältlich sind. Das ist krass, ne? Historie. Das ist alles das, was wir gemacht haben. Boah. Gesamtverkäufe. Aber wieso Minus? Immer zum Vorjahr? Gesamtabonnements, okay, habe ich ja nicht. Gesamtdownloads habe ich auch nicht. Okay. 18 Mal haben wir das Spiel des Jahres gemacht. Wir haben schon eine Platin-Schallplatte. Trendsetter waren wir noch nie. Bester Soundtrack haben wir einmal bekommen. Und beste Grafik haben wir auch einmal schon bekommen. Aber wir waren noch kein Trendsetter.
Wir haben noch keines Mal Trash oder schlechtestes Spiel des Jahres gekriegt. Ja, Gaming, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ich weiß nicht, wie sowas aussieht. Weil er hat nur Trash produziert. Gleich heißt es wieder, ich wäre schuld, weißt du? So, 148 Millionen haben wir verdient mit der kleinen Büromusik des singenden Nacktmulches. Mulles. Da ist doch schon mal was. Der kann jetzt auch vom Markt gehen, das ist okay. Wir haben keine Bugs mehr, ihr seid am Polischen, was haben wir verdient? Mit dem 31,5 Millionen. Sehr gut. Der singende Nacktmull. 14.000 hat er verkauft. Also da könnten wir ja eigentlich, könnten wir da ja nochmal eine Gruppe produzieren. So, Viking Scrolls laufen nicht so gut. Das ist hier ein Spinnengeflecht, wa? Da blicke ich ja kaum noch durch. So, zieht ihr mal um. So. Wie ist zu voll ab den Eiern wandern? Ihr macht meine Planung kaputt. Alles klar. Also einen muss ich rausschmeißen. Du hast 85. Ihr merkt, ne? Einen muss ich rausschmeißen. Hier ist ein Schreibtisch zu viel, den können wir verkaufen. Und hier ist einer zu viel. So, wer fliegt? Marketing. Das ist relativ einfach, du. Und du kriegst noch ein bisschen Ausbildung. Das hier machen wir zu. Aufgabe abbrechen. Und können den Raum verkaufen. So. Wie viel? Also hier haben wir 8 Leute drin. Wie viel haben wir denn überhaupt? 4 Techniker, ne? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier vielleicht eine Viererwerkstatt hinmachen und noch so eine kleine Produktionsanlage für Kleinteile. Können wir eigentlich mal eben machen, ne? Oder weißt du was? Wir machen mal erst hier zu Ende. Komm.
Vertrauensverlust, keine Lizenzen mehr. Oh nein.